Moin Moin, hier ist der F. Und Katharina. Es ist der 8.9.2021. Wir haben 10.28 Uhr und wir haben schon eine Bahnfahrt hinter uns. Die blenden wir jetzt erstmal ein. Das war mal eine coole Bahn, oder? Eine sogenannte Standseilbahn. Richtig klasse. Ja, was haben wir heute eigentlich vor? Wir wollen auf die Seefelder Spitze und zwar über den Seefelder Panoramaklettersteig. Der ist niegelnagelneu und erst dieses Jahr im Juni eröffnet worden. Grund genug für uns, dem mal einen Besuch abzustatten. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann nehmen wir auch noch ein paar weitere Gipfel mit. Und der Grund, warum wir mit der Bahn gefahren sind, ist hauptsächlich der, dass wir morgen noch eine riesengroße Tour vorhaben und ein bisschen Kraft sparen wollten. Hast du genug Kraft gesammelt? An diesem Ort war das nicht anders möglich. Na dann können wir ja frisch gestärkt los. Alle hopp! Ein paar Meter dürfen wir trotz Bahn nach oben steigen. Das ist etwa 200 Höhenmeter. Bis zum Einstieg vom Klettersteig. Unseren ersten Verhauer haben wir auch schon hinter uns. Da an der Seilbahn hätten wir den Weg entlang gemusst, den man gerade sieht. Wir sind aber hier auf dem steilen Grasbuckel weiter nach oben, bis wir dann gemerkt haben, da hinten sind Schilder. Wir waren so im Flow nach oben. Ja, genau. Ja, wir haben es noch rechtzeitig gemerkt. Klettersteig, Seefelder, Spitze, 25 Minuten. Passt. Ich bin übrigens nicht dran schuld. Sie hat geplant. Also eine grandiose Aussicht hat man bereits von hier unten. Wir sind jetzt auf etwa 1900 Meter. Es scheint sehr abenteuerlich zu sein, der Weg. Auf knapp 2000 Meter teilt sich jetzt der Weg. Schauen wir mal. Da lang geht's 5 Minuten noch. Schöne Pausenstelle, nebenbei bemerkt. Mit grandioser Aussicht. Von hier aus kann ich den Klettersteig schon sehen. Da sind noch einige Leute drin. Ich glaube, heute müssen wir mit ordentlich Verkehr rechnen. Die sehen auch ziemlich langsam aus. Diese langsame Gruppe, die schon ein gutes Stück oben war, wird noch eine bedeutende Rolle spielen. Aber dazu später. Wir sind jetzt bis auf 1940 Meter abgestiegen und genau hier ist auch der Einstieg zum Klettersteig. Und da ist schon ziemlich viel Betrieb. Na dann, umziehen. Können wir das noch? Weiß nicht. Sonst gehen wir immer ohne den ganzen Schwanzes hoch.
Viel Spaß. Kommen gerade Steine von oben runter. Motzbrocken. Steinschlag am Klettersteig? Ja, das kann es schon mal geben, insbesondere dann, wenn sehr viel Betrieb ist und irgendeiner der Vorsteiger versehentlich einen Stein lostritt. Ja, das waren jetzt schon zwei C-Stücke. Alles unkompliziert. Aber steil ist schon. Jetzt kommt eine kleine Querung. So richtig stabil schaut das hier nicht mehr aus. So, am Ende der Querung kommen wir jetzt das erste Mal ein bisschen in den Verkehr. Hier kommt jetzt das nächste C-Stück. Wir haben die ganze Zeit eigentlich Glück gehabt, konnten frei klettern. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ja, da überholen ist... Ja, ich glaube, von hier kam auch der Felsbrocken vorhin. Katharina im C-Stück jetzt, beziehungsweise am Anfang. Schwieriger wird es erst weiter oben. Da wird es schwierig. Ja. Prima! So, für Katharina wird es jetzt spannend. Jetzt kommt der C-Teil. Wenn ihr hier lauter Summgeräusche hört, dann liegt das daran, dass ich besummt werde von irgendwelchen komischen Schwebfliegen. Jetzt kommt DF im Überhang. Schon CD könnte man fast schon sagen, weil C überhängen finde ich schon sehr ambitioniert. Oh, das war jetzt das
überhängende C-Stück. Du sag mal, wie viele Höhenmeter geht der Klettersteig eigentlich nach oben? 285. 285. Hat aber eine Länge von 400 Metern. Ja, ist noch moderat. Jetzt hast du genug Vorsprung. Attacke! So, jetzt wird es wieder Zeit einzuklinken, denn jetzt geht es da nach oben. Gehgelände. Schafft. Da vorne geht es dann weiter. Und da kommen auch noch mal ein paar C-Stücke. Schwieriger wird es allerdings nicht. Wir sind jetzt auf 2100 Meter Höhe, es ist 12 Uhr und hier ist eine tolle Möglichkeit für eine Rast. Von hier kommen wir und der Klettersteig, der geht dann hier weiter. Da ist sogar eine kleine Höhle, schaue ich mir nachher noch an. Und der Weg, auf dem ich mich gerade befinde, ist der Notaufstieg. Man sieht hier hinter mir gut, wo der Weg dann weitergeht. Leider sind wir jetzt gerade voll in den Stau reingekommen, es ist unglaublich viel los. Und darum müssen wir ein bisschen warten. Es staut? Ja, ihr vermutet wahrscheinlich schon richtig, es könnte etwas mit dieser besagten Gruppe zu tun haben. Mittlerweile lichtet sich der Stau etwas. Und Katharina hat sich's in der Höhle bequem gemacht. Hier bin ich wenigstens vor den runterfliegenden Steinen geschützt. Wieso? Ist ja vorhin schon wieder was runtergeflogen.
So, Bahn frei, es kann weitergehen. In der Höhle war es uns nicht kuschelig genug. Also gehen wir lieber weiter und kuscheln mit dem Fels. Ja, da geht's schon ganz gut hoch. Ja, aber es sind schöne Tritte. Okay, dann heißt es auch für mich weitergehen. Und gut aufpassen, hier kommen nämlich sehr häufig Steine runter. Stau. Nochmal ein Rückblick, von da kommen wir. Da kommen auch schon weitere Klettersteiggeher nach. Und hier geht's weiter. Jetzt stecken wir so ein bisschen im Sandwich. Der Stau dauert leider länger als geplant und ursprünglich wollten wir da hinten oben über den Kamm absteigen zur nächsten Bahn. Das dürfte zeitlich allerdings sehr eng werden. Wahrscheinlich werden wir nur den Klettersteig machen und dann gleich wieder runter zur Bahn gehen. Geht leider nicht anders. Schade. Wir haben mittlerweile auch rausgefunden, was den Stau verursacht. Vor uns ist nämlich eine Seilschaft, ja, richtig gehört. Da geht's drei Leute, die sich zusätzlich zum Klettersteigset noch mit einem Seil gesichert haben. Das heißt, einer geht dann vor und holt die andere nach. Das ist natürlich äußerst zeitraubend. Und für einen C-Klettersteig, der zudem mit nicht für Anfänger geeignet ausgewiesen ist, vielleicht nicht das Optimale, um es mal vorsichtig zu sagen. Was sagen denn eigentlich die Alpenvereine zum Thema Hintersichern mit Seil am Klettersteig? Wenn längere, steile und kraftraubende Passagen die Kondition überfordern, die Körpergröße nicht ausreicht, um die Eigensicherung einzuhängen, oder wenn Probleme auftreten, zum Beispiel Angst, Wettersturz oder beim Rückzug. Abgesehen von Kindern, und das war hier nicht der Fall, handelt es sich also um Ausnahmefälle. Die Gruppe vor uns hat die zusätzliche Seilsicherung jedoch von Anfang bis zum Ende des Klettersteigs durchgeführt, was von vornherein auch so geplant war, wie wir später in Erfahrung brachten. Nicht nur bei uns, sondern bei allen am Klettersteig führte das zu großem Unmut, zumal die Gruppe keinerlei Anstalten machte, andere an leichten Stellen überholen zu lassen, was durchaus möglich gewesen wäre. So aber gab es immer wieder Wartezeiten von 5 bis 10 Minuten, bis der nächste Aufschwung frei war. Naja, weiter geht's. Ich habe Corona daheim mit Bänderrissen auf der Couch verbracht. Ich habe von Corona nicht viel mitbekommen. Der Klettersteig-Talk
Ja, das war Invalidentor. Also, wie lange stehen wir jetzt da schon? 5 Minuten. 3 Minuten, 5 Minuten? Ah, oh, nee, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Und hier hätte man locker die Leute vorbeilassen können. Hier sehen wir jetzt auch die Ursache des Staus, die Seilschaft. Wobei selbst der Vorsteiger nicht unbedingt sehr sicher aussieht, meiner Meinung nach. Alles gut, im Stau kannst du ja nichts. Zwischenpanorama. Zeit genug zum Filmen haben wir ja. Das Gipfelkreuz, hurra! Trotzdem haben wir noch einiges an Stau vor uns. Kurz vor dem Gipfel gibt es dann nochmal eine kleine Rastmöglichkeit. Obwohl wir die heute nun wirklich nicht brauchen. Das Wandbuch, du hast es gefunden. Ich brauche nur einen funktionierenden Kugelschreiber. Was wir dann im Gipfelbuch zu sehen bekamen, das schlug dir fast schon beinahe den Boden aus. Die Gruppe hatte sich dort nämlich eingetragen mit dem Vermerk Easy. Ist klar, so sah das auch aus. Und selbst wenn es sich angeblich um eine Ausbildungstour gehandelt hat, dafür gibt's Übungsklettersteige. Doch selbst wenn man sich für diese Location entscheidet,
so hätte man doch gelegentlich mal jemanden überholen lassen können. Die Möglichkeit dazu hätte es auf jeden Fall gegeben. Ja, und wie es der Zufall so wollte, kannte ich eine der Teilnehmerinnen sogar persönlich sehr gut. Auf diese persönliche Begegnung hätte ich an diesem Tag allerdings gerne verzichtet. So, die letzten paar Meter. Es wird auch Zeit. Da drüben wollten wir heute eigentlich noch hin. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann nehmen wir auch noch ein paar weitere Gipfel mit. Dank dem Stau schaffen wir das allerdings nicht mehr. Also machen wir halt einfach Brotzeit. Einen guten. Wir haben es beschlossen, dass wir direkt zur Bahn absteigen und keinen weiteren Gipfel mitnehmen. Und zwar aus folgendem Grund. Ursprünglich geplant war jetzt hier weiterzugehen auf die Reiterspitze und dann hier über den Hermelekopf abzusteigen zur Bahn. Und das ist eigentlich die logische Fortsetzung der Hermelekopf und deswegen machen wir das in einer separaten Tour irgendwann mal. Also, dann machen wir mal weiter. Schonprogramm heute wegen der morgigen Tour. Wir müssen nur noch absteigen bis zur Seilbahn. Und dann war es das für heute. Das hat jetzt nochmal sein müssen, nachdem wir die ganze Zeit ausgebremst worden sind. Die überschüssige Energie, die musste jetzt irgendwo hin. Kurz vor der Bahn haben wir noch mal eine ganz tolle Aussicht. Wie fandest du den Klettersteig? Die erste Hälfte fand ich sehr entspannt, sehr cool. Es waren ein paar leicht überhängende Stücke dabei. Man war ein bisschen gefordert, hatte immer wieder Stufen zum Entspannen. Das war schön. Ab der Hälfte hatten wir ja leider Stau. Da wurde es dann etwas zäh. Aber unabhängig davon, ein gelungener Klettersteig. Von der Schwierigkeit würde ich sogar CD sagen, weil doch einige überhängende Stellen dabei sind. Für C finde ich das schon ziemlich knackig. Der Klettersteig hat einen großen Vor- und einen großen Nachteil. Er ist leicht über die Bahnen zu erreichen. Klar, man ist schnell oben, aber es ist auch unglaublich viel los. Wir waren jetzt unter der Woche hier. Ich möchte nicht wissen, was am Wochenende los ist.
14.37 Uhr, wir sind wieder an der Bahn angekommen. Ist zwar ein bisschen früher als geplant, aber das ist vielleicht auch ganz gut so, denn wir müssen morgen schon um 2 Uhr früh aufstehen für unsere große Tour. Aber das ist eine andere Geschichte und die erzählen wir euch an einem anderen Tag. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.